Werte Zuschauer, Wahlen stehen an, die Europawahl, drei Wahlen in Bundesländern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Darüber reden wir auch mit der Bundestagsabgeordneten Nicole Höst von der Fraktion der AfD. Nicole, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Peter. Hallo, liebe Zuschauer. Nicole, es sind stürmische Zeiten. Mitunter kommt ein Sturm auf, der war auf dem Wetterradar, teilweise schon zu erkennen. Das muss man sagen. Nun wissen wir in vielen Bereichen, die Europawahl steht bevor. Der Spitzenkandidat Maximilian Krah spielt in der verkehrten Hälfte und schießt ein Eigentor nach dem anderen. Korrigiere mich. Also das ist natürlich der Eindruck, der unweigerlich in der Presse entstehen muss. Und das war uns auch allen klar, dass das kein einfacher Wahlkampf wird. Ich bin deswegen umso froher, dass gestern der Herr Krah aus dem Bundesvorstand zurückgetreten ist und auch die Auftritte jetzt ruhen lässt, genau wie der Herr Bistron auch. Und an der Stelle möchte ich mich bei diesen Patrioten sehr bedanken, die sich loyal Deutschland gegenüber, unseren gemeinsamen Interessen gegenüber und auch der Partei gegenüber verhalten und uns den Wahlkampf jetzt wieder leichter machen. Natürlich sind da auch Sachen vorgefallen, wo der ein oder andere die Augen verdreht. Ich möchte das mal mit aller Klarheit sagen, dass jetzt gerade das i-Tüpfelchen, was uns wieder in die Negativschlagzeilen gerückt hat, das kann man natürlich diskutieren, aber weißt du, das ist gar keine politische Diskussion. Das sollen Historiker machen. Ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt politisch diskutieren sollen. Das lässt uns in einem Licht erscheinen, was völlig falsch ist. Wir sind weder Fans der damaligen Zeit, noch gehen wir politisch in die gleiche Richtung. Und so ein Framing möchten wir nicht. Und deswegen bin ich dem Herrn Krah und dem Herrn Bistron auch sehr dankbar, dass beide jetzt gesagt haben, da laufen so viele Sachen gegen uns, wir nehmen uns da jetzt aus dem Rennen, damit die Wahlkämpfer vorwärts gehen können. Da sollte sich die Frau von der Leyen mal ein Beispiel daran nehmen. Die steht auch sehr in der Kritik. Es gibt staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen diese Dame. Die hat aber anscheinend nichts zu befürchten, auch kein großes Kesseltreiben der Medien gegen sie. Selbst die Staatsanwaltschaft setzt das Ermittlungsverfahren oder die Ermittlungsverfahren für den Wahlkampf aus. Aber die Dame ist ja auch in der CDU. Das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Aber herzliche Grüße an Frau von der Leyen. Nehmen Sie sich mal ein Beispiel an Herrn Krah und Herrn Bistron, die jetzt sich aus dem Rennen nehmen, bis die Verfahren abgeschlossen sind. Nun muss ich da einflechten. Peter Bistron hatten wir ein Interview. Wir haben den Durchsuchungsbeschluss ja mal besprochen. Der ist sicherlich im hohen Grade politisch motiviert. Ja. Bei Maximilian Krah muss ich meine persönliche Meinung einfließen lassen. Es sind Äußerungen, die sind nicht tolerierbar und ich möchte ihn mit diesen Äußerungen auch nicht als Patrioten bezeichnen. Und lass mich so sagen, Nicole, da hat mit Sicherheit die Parteispitze gesagt, dass es so nicht weitergeht. Ob das jetzt ein freiwilliger Entschluss war, das möchte ich schon noch mit einem großen Fragezeichen versehen und das lasse ich die Zuschauer beurteilen. Also Das es ist auch sind nicht gut. un ja, Das ist auch ja. gut, Peter, weil ganz klar Signal, ich bin nicht im Bundesvorstand. Ich kann mit dem Ausgang dieser Bundesvorstandssitzung vom gestrigen Morgen sehr gut leben. Wer da wie eingewirkt hat, dass das jetzt so kommt, ist mir alles recht. Hauptsache der Herr Krah. Und ja, die Schritte ist er ja offensichtlich selbst gegangen. Und das ist ein Ausgang, mit dem wir alle sehr gut leben können. Jawohl, aber Nicole, man muss auch eines sagen, die vielen Menschen, die ihre Zeit damit verbringen, Wahlkampfveranstaltungen plakatieren, es ist nicht dienlich. Und wir haben ja viele Menschen, Kollegen und Kolleginnen von dir, auch aus den Länderparlamenten, die sagen, das erschwert uns die Arbeit unwahrscheinlich. Und ich glaube, da ist es auch mal notwendig zu sagen, dieser Begriff, ich lege dir nichts in den Mund, aber diese Äußerungen in Italien, die sind nicht unglücklich, sondern die sind dämlich. Also das Das ist etwas, nervt wo, einfach. Ich kann das nur Nicole, da, bestätigen, weißt du, Peter. Du bist eine ehrliche Frau und die Ja. Zuschauer warten auch, weißt du, der Begriff, das sind Patrioten und wir sind dankbar, das ist zu sehr politisch jetzt von dir. Du sollst die nicht in Grund und Boden reden, aber für dich ist es auch wichtig und für viele andere, die an dich glauben und wirklich sagen, die Partei ist die Rettung, die sagen, nun mal ein klares Wort, es war nicht unglücklich, sondern es war dämlich und es klingt ja fast schon wie Sabotage. Denn wenn ich so im Dreck drin bin und lass mich dann noch im Cabrio mit zwei Blondinen und mach dann High Life,
Das sind Dinge, das kommt nicht an. Ja. Die Menschen wählen die Partei viel nach Inhalten, aber viel auch nach Überschriften. Und da ist es einfach so, wie dieser Mann auftritt. Und wir erleben es ja selber, Nicole, die Zuschriften, die wir haben, die sagen, wir arbeiten, wir machen, wir waren auf 23% und sind wir in den Umfragen etwas nach unten gegangen, auf 18 oder 17%. Und das haben wir diesen Leuten zu verdanken. Und ich denke mal, das muss man auch deutlich sagen. Und wir kennen dich, die Zuschauer schätzen dich deshalb als Frau, die klar spricht. Und deshalb lege ich dir nichts in den Mund. Aber vielleicht noch mal ein Wort dazu. Liebkosungen dürfen das nicht mehr sein, weil die haben etwas angerichtet, wo ihr letztlich tagtäglich drunter leidet. Genau, Peter, ich bin dir dankbar, dass du das nochmal so genau auseinanderdröselst. Es gibt natürlich diese zwei Ebenen. Das eine ist die politische Ebene, wo jetzt der Herr Grah selbst nach diesem Bundesvorstandsgespräch die Reißleine gezogen hat. Und da bleibe ich bei meinen Aussagen. Das andere ist, und liebe Zuschauer, ich mache 24 Stunden am Tag Wahlkampf. Und mich kotzt es unglaublich an, wenn ich jetzt die Mehrheit der Gespräche, und das war auch gestern wieder Thema in der Wahlkampfveranstaltung im Westerwald, damit verbringen muss, Herrn Krah zu erklären. Das geht einfach nicht. Wir haben so viele tolle Inhalte. Wir haben so einen guten Zuspruch gehabt die ganze Zeit. Den haben wir auch immer noch. Aber die Leute sind durch solche Aussagen verunsichert. Und ich möchte diese Aussage gar nicht politisch erklären. Ich bin auch kein Historiker. Das ist auch nicht unser Programm, solche Aussagen zu treffen oder solche Aussagen jetzt plötzlich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Das geht mich auch nichts an. Ich kann nur sagen, mich persönlich betrifft das jetzt im Wahlkampf wie alle anderen. Ich höre das immer wieder und muss da wirklich ganz beinhart sagen, das ist eine Historikerfrage, keine politische Frage, und mir fehlt da auch das Verständnis, also ich möchte das einfach nicht. Das nervt. War Es, das jetzt persönlich genug, Peter? Das das war muss ich einfach persönlich jetzt genug. mal. Wir haben es also so weit besprochen. So kenne ich auch die Leute. Aber du hast sicherlich recht, Frau von der Leyen. Und verehrte Zuschauer, hier geht es um 45 Milliarden Vergaberecht, was damals an den CEO von Pfizer anging, die Impfstoffe. 45 Milliarden, man möge sich das vorstellen. Und das Ganze lief per Handy mit per SMS, die Vorverhandlungen. Es ist zwischenzeitlich gelöscht worden, Frau von der Leyen. Das hat sie nie das erste Mal gemacht. Das heißt also, der Europäische Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Korruption, wegen Veruntreuung im Amt. Das heißt, das europäische Vergaberecht. Und man möge sich bitte vorstellen, dieses Verfahren ist eingestellt worden bis Dezember dieses Jahres. Und da, das spricht schon für sich. Wir haben bei uns in Deutschland ja auch viele Dinge. Wenn wir uns anschauen in der Vergangenheit, werte Zuschauer, der Gott hab ihn selig, Wolfgang Schäuble, Nicole, du weißt es, wegen Steuerhinterziehung verurteilt seinerzeit die schwarzen Kassen der CDU. Aber ich glaube, du kannst auch über Hendrik Wüst was erzählen, über Herrn Reul. Ja, also mit nicht wenig Interesse haben wir natürlich zur Kenntnis genommen, dass in Nordrhein-Westfalen ein Schleuserring hochgenommen worden ist und da mutmaßlich Politiker der Kartellparteien beteiligt waren, namentlich SPD und CDU, und dass sogar Spenden aus diesem Schleuserring, aus diesen Einnahmen an die CDU geflossen sein sollen und diese sogar diese Spenden akzeptiert haben sollen. Ich benutze immer noch den Konjunktiv, weil bis das nicht gerichtlich geklärt ist, finde ich, dass man durchaus da ein bisschen vorsichtig agieren kann. Aber mal ganz ehrlich, wovon reden wir denn hier? Da wird einer der unseren fertig gemacht. Du hast zu Recht gesagt, du hast mit Peter Bistron selbst gesprochen. Der soll angeblich 20.000 Euro genommen haben, um im Bundestag pro Russland Stimmung zu machen. Und jetzt vergleichen wir das mal. Wir reden von unterschiedlichen Summen und auch ganz unterschiedlichen Vorwürfen. Und wenn ich mir anschaue, was der Kollege jetzt zu erleiden hat, wegen hanebüchener Vorwürfe, die sich auch nicht erhärten werden, meiner Meinung nach, und andererseits in Nordrhein-Westfalen Leute mit Parteianbindung, Chinesen waren es, gell, hier reingeschleust haben sollen, von denen viel Geld kassiert haben sollen, und da kräht schon kein Hahn mehr danach. Das ist echt ein Ding. Da muss ich schon
bei der Presse richtig gut fett drin sitzen und wissen, die graben da nicht weiter und es gibt kein Dauertrommelfeuer und da werden auch solche Aussagen und Forderungen wie an die AfD erst gar nicht laut. Deswegen muss ich wirklich sagen, komme ich auch zu dem Schluss, womit ich hier mein Statement begonnen habe. Egal, was man unseren Leuten vorwirft, die handeln für Deutschland und sie handeln für unsere Partei, die ja für Deutschland agieren möchte und haben sich aus dem Rennen genommen. Ich höre nichts dergleichen aus den in Rede stehenden Parteien in Bezug auf die dort der Kriminalität verdächtigen Politiker. Da höre ich nichts. Und das ist sowas von unehrenhaft, dieses Messen mit zweierlei Maß. Da muss ich wirklich sagen, die sollten sich mal ein Beispiel nehmen an den Anforderungen, die sie an uns stellen, an die AfD, und diese erstmal selber erfüllen. Mal abgesehen vom unterschiedlichen Schweregrad, der hier im Raume steht, ist einfach der Umgang damit, das müsste jedem echten Demokraten die Haare zu Berge stehen lassen. Also da müssen Rücktritte erfolgen, da müssen Entschuldigungen erfolgen, da muss Aufklärung erfolgen, gerade auch, weil wir mit Frau von der Leyen jetzt eine Dame haben, die zur Wiederwahl ansteht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die gewählt haben. Meines Wissens nach haben wir einen Herrn Weber gewählt, wie wir zu Frau von der Leyen gekommen sind. Finde ich hochspannend. Und diese Dame, die unter schwerwiegenden Vorwürfen selbst steht, die steht jetzt zur Wiederwahl an. Und ja, was mit den pa Verfahren dann sein wird, die bis zum Ende des Jahres ausgesetzt sind. Also das alles, das ist doch eine Farce. Diese Leute höhlen den Rechtsstaat aus. Diese Leute verhöhnen das deutsche Volk. Alle Wähler werden verhöhnt. Man zeigt mit Fingern auf den Buhmann der Nation, das sollen wir sein, wir sollen der Buhmann der Nation sein und lenken von sich und ihren Machenschaften ab. Das ist Filz in Reinform, also geht gar nicht. Die sollten sich ein Beispiel nehmen am Herrn Krah und am Herrn Bistron. Ja, Nicole Höst ist in Fahrt gekommen. Ne? Jetzt ist es so, ich getraue mir es gar nicht zu sagen, wenn ich früher Fußball gespielt habe. Ich habe die rechte Position des rechten Außenstürmers habe ich genommen. Und ich habe den Ball jetzt aus dem Mittelfeld aufgenommen. Lass mich Folgendes sagen. Die Dinge mit dem Geld für die Vergabe von Aufenthaltstiteln, die Dinge stehen fest. Es sind 350.000 Euro geflossen, so schreibt die Welt und andere Veröffentlichungen, der Kölner Stadtanzeiger. Und unter anderem wurden auch Gelder dazu verwendet, Wahlkampf von Herrn Reul zu führen. Und die Kreisverbände der CDU haben auch Geld angenommen und verschiedene Politiker, so wie die Welt und andere veröffentlichen, sitzen bereits in U-Haft. Herr Hendrik Wüst, seines Zeichens Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hat einen Verlag durch seinen Pressesprecher anrufen lassen und sagt, nehmen Sie meinen Bild, das heißt NRW-Zuwendung im Zwielicht, Schleuser-Skandal weitet sich aus. Und zwar ist das der Kollege Dieter Stein, die Junge Freiheit, da muss in der Redaktion angerufen worden sein vom Pressesprecher von Herrn Wüst und hat gesagt, nehmen Sie das Bild von Herrn Wüst raus, Herr Wüst hat nichts damit zu tun. Also muss man auch sagen, wenn andere Dinge hier passieren, damit haben auch andere AfD-Politiker in der Sippenhaftung nichts zu tun. Nicole, lass mich darauf zurückkommen. Es sind ja Dinge, wir haben uns auch während der Corona-Zeit unterhalten. Jetzt gibt es einen Mann, der hat ein Buch geschrieben, wir werden sehr viel zu verzeihen haben. Maskendeals in der Größenordnung von über 5 Milliarden. Das heißt also, die Gelder sind zum Fenster rausgeschmissen, Masken müssen vernichtet werden, müssen entsorgt werden. Jetzt wird ein Buch geschrieben. Ist es ein Beispiel dafür, dass man sagt, okay, das ist ein Konglomerat, die halten zusammen und dann sagt man im Nachhinein, jeder hat wieder ein Pöstchen, der eine geht nach Brüssel, der andere ist in der Bundesregierung, der andere sitzt in irgendeinem Verband. Aber ist Jens Spahn so ein typisches Beispiel, ehemaliger Gesundheitsminister, Verfehlung, lassen wir mal unterm Tisch fallen. Die Migration war ein großer Befürworter und jetzt machen wir plötzlich den Umkehrschluss vor den Wahlen. Ist das so ein Zeichen, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren, weil sie sagen, das ist ja alles nur eine Heuchelei? Ja, wenn Sie nicht schnell vergessen, worauf ja viele der aktuellen Politiker wohl hoffen und auch hoffen dürfen. Also die Menschen sind so bombardiert in diesem Land und wahrscheinlich weltweit mit den täglichen Nachrichten, dass ein schnelles Vergessen oftmals erfolgt. Deswegen ist dieses Buch mit dem Titel, ich finde schon den Titel schön, wir werden viel zu verzeihen haben. Tatsächlich, Ja. ja.
werden wir. Ich würde das aber gerne ergänzen. Wir werden auch viel aufzuklären haben. Und bevor man etwas verzeihen kann, muss man sich über Form und Umfang und die Rollen einzelner Leute, die dann ja Verzeihung erbitten, erstmal im Klaren werden. Und nee, es gibt keine pauschalen Anklagen, aber es gibt auch keine pauschale Verzeihung. Das darf ja nicht wieder passieren, was da während Corona passiert ist und wo wir bislang nur die Spitze des Eisberges sehen. Da fordern wir von der AfD wirklich eine Aufarbeitung, wie sie im Buche steht. Wir brauchen da entsprechende Ausschüsse dazu im Bundestag. Aber es muss auch strafrechtlich ermittelt werden, da wo Vetternwirtschaft im Raume steht, da wo seltsame Vergabepraxen im Raume stehen und auch viele von den Gängelungsmechanismen, die damals in Kraft gesetzt worden sind, sollte man sich auch mal genauer ansehen, auch im Sinne des Strafrechts. Ich persönlich habe ja zwar in einem anderen Thema, aber gleichermaßen selbst ermächtigt hat der Herr Schuch von der Diakonie ja Mitarbeiter aufgefordert, nicht die AfD zu wählen und hat sich dabei auf strafrechtlich relevantes Terrain gewagt, meiner Meinung nach. Und den habe ich jetzt persönlich angezeigt, weil Wähler darf man nicht in dieser Art beeinflussen. Das ist strafbar und das muss jetzt ein deutsches Gericht klären, wie das sich tatsächlich rechtlich verhält. Und solche Aussagen haben wir während Corona auch viel gehört, was man denn mit Leuten machen muss, die Gefährder sind. Alle Impfverweigerer waren ja die Bösen und die Gefährder und was man mit denen machen muss und wie man Leute gegängelt und eingeschränkt hat, ihrer Freiheitsrechte beraubt hat. Das müssen wir uns anschauen. Das darf nicht unter den Tisch fallen und das wird mit Sicherheit nicht einfach pauschal verziehen. Nun, hast du den Namen der Diakonie des Vorsitzenden jetzt erwähnt, den Ja. Pfarrer Schuch. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Kirche ihre Rolle völlig verwirkt hat. Völlig Ja. verwirkt. Die katholische Kirche, die hat sexuellen Missbrauch aufzuarbeiten in einer Form, der ist bei weitem noch nicht im Ansatz geklärt. Die evangelische Kirche genauso. Und liebe Freunde, Diakonien, da kann ich euch viel erzählen. Und nochmal, die Rummelsberger Diakonie wird sich freuen. Wir werden uns über die Medikamentenversuche an Jugendlichen unterhalten, die behindert waren, bis in die 90er Jahre hinein. Das Buch, Es sollte doch alles besser werden, da werden wir uns drüber unterhalten. Wir werden uns auch drüber unterhalten, wie die Aufforderung da ist, da sagt hat, wie sie erben sollen und wo zum Schluss dann steht, wenn sie keine Erben haben, können sie es der Rummelsberger Diakonie vererben. Und das sind alles Dinge, liebe Freunde, darüber werden wir uns unterhalten. Wer den ersten Stein wirft, der muss auch gewärtigt sein, dass man sagt, wir klären auf und wir werden aufklären und nicht irgendwo aus zweiter Hand, sondern aus erster Hand. Und ich bin mir sehr wohl der Tatsache bewusst, was ich jetzt sage, dass das nachweispflichtig ist. Aber es sollte jemand das Buch mal lesen, es sollte doch alles besser werden von jemand aus der Rummelsberger Diakonie. Und das muss man eines sagen, Medikamentenversuche mit schwersten Nebenwirkungen, mit Körperbehinderung. Und da kommen die und wollen erzählen, wie man sich zu verhalten hat, im Wahlverhalten, Herr Pfarrer Schuch. Also bitte schauen Sie sich doch mal im Spiegel an. Aber wir werden das alles in Ruhe machen, wir werden das in Ruhe aufarbeiten. Aber glauben Sie mir, wer da die Provokation sucht, der kann sie bekommen. Aber in einer sachlich-journalistischen Form, das muss man Peter, sagen. ich denke, das hängt alles zusammen. Darf ich da kurz einhaken, Ja. bitte? Warum dürften wir von der AfD denn nirgendwo über 25% kommen nach deren Meinung? Warum muss das mit derartigen Maßnahmen verhindert werden? Warum stehen wir in Trommelfeuer? Warum werden Korrektivmärchen über uns erzählt? Warum wird die Kirche aufgepeitscht aufgrund dieser Korrektivmärchen und nimmt Druck auf die Christen und so weiter? Weil dieses System, was in Deutschland herrscht, das ist ein System der Filzokratie, wo sich die Kartellparteien gegenseitig nicht wehtun, wo in diesem System Pflänzchen gewuchert sind, wie unter Umständen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, das, was du jetzt gerade dargestellt hast, solche Dinge harren der Aufklärung. Wer soll das denn machen, wenn nicht wir? Die anderen tun sich gegenseitig nicht weh. Die haben ja alle irgendwo irgendwas, wo sie sich gegenseitig geholfen haben oder wie auch immer. Ich möchte da jetzt gar keine großen Anklagen vornehmen. Aber offensichtlich, und das, liebe Zuschauer, sei mir noch gestattet, herrscht ja kein Aufklärungsinteresse. Und wenn plötzlich die AfD irgendwo 25% hat oder sogar in Regierungsverantwortung wäre, dann würden solche Dinge ja
das Tageslicht erblicken, dann würden dort Konsequenzen möglicherweise sogar strafrechtlich und zivilrechtlicher Art im Raume stehen. Und das fürchtet man natürlich wie der Teufel das Weihwasser. Nicole, wir haben die Europawahl angesprochen. Ich sehe Wahlplakate überall. Ich sehe Frau Barley und Olaf Scholz. Jetzt hilf mir mal. Ich hatte gestern durch Zufall im WDR, hieß es, eigentlich wäre das gar nicht möglich, denn er hat ja kein Amt inne, das ihn letztlich dazu prädestiniert, mit dieser Wahlwerbung zu machen. Das hat der WDR berichtet. Ist das falsch? Nein, das ist genau richtig und das ist auch Grundlage meiner Anzeige gegen den Bundeskanzler Olaf Scholz. Meines Wissens und der Recherche meines Büros zufolge hat Herr Olaf Scholz keinerlei Parteiämter inne und es gibt Urteile in dieser Republik, in diesem Rechtsstaat, die solche Einflussnahme eines Bundeskanzlers, der ja der Bundeskanzler des ganzen Volkes ist, also von ganz links bis ganz rechts, ist eine solche Einflussnahme nicht zulässig. Und jetzt, wo wir sprechen, in diesem Moment, hoffentlich ist das Ding in der Post, weil ich einfach ein Zeichen setzen möchte, dass solche Sachen nicht zulässig sind und dass wir das sehen und dass wir das mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen. Wir sind die Rechtsstaatspartei. Das gilt vor den Wahlen wie nach den Wahlen. Und ganz egal, wie sehr man uns das Gegenteil anhängen möchte, wir möchten einen funktionierenden, unabhängigen Rechtsstaat, wo nicht jeder machen kann, was er will. Was ist denn mit den Ermittlungen gegen den Herrn Scholz? Ist da nicht gerade die ermittelnde Chefstaatsanwältin zurückgetreten, weil sie gesagt hat, das hat eh keinen Zweck? Also da laufen Sachen in diesem Staat, wo Ermittlungen ausgesetzt oder fallen gelassen oder behindert werden. Da schüttelt der normale Bürger nur noch mit dem Kopf. Wenn Sie hier keine GEZ bezahlen und sich weigern, das zu bezahlen, gehen Sie in den Knast, liebe Zuschauer, das wissen Sie. Aber wenn Sie bestimmte Ämter innehaben und bei bestimmten Parteien Führungsriege sind, dann passiert Ihnen nichts. Und das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ja gut, bei der Warburg Bank waren es ja nur 45 Millionen, das hat der Pförtner entschieden. Das hat der Pförtner in Peanuts. Hamburg, das hat der Pförtner in Hamburg entschieden. Das war am Eingang an der Eingangspforte. Die Post, die kam rein und da ging es den Erlass um 45 Milliarden Cum-Ex, die Warburg Bank, und hat den Stempel drauf gemacht. So läuft es ja. Ne? Also so will man zumindest den Leuten klar machen. Wir haben ja im Augenblick die Situation, in den Vereinigten Staaten sind Wahlen. Der eine weiß nicht, wo er hinläuft, und der andere weiß nicht, was er gestern gesagt hat hier in Deutschland. Das ist eine Kombination, die hat sicherlich einen gewissen Sprengstoff in sich. Ja. Ja, Nicole, es trübt nicht, es täuscht nicht darüber hinweg. Wir haben in diesem Land wir haben Riesenherausforderungen. Wir haben eine Wirtschaft, die liegt brach. Wir sind in den Wirtschaftsnationen, es wird von den Wirtschaftsweisen immer weiter nach unten korrigiert. Das Wachstum, Herr Habeck, bleibt auch unbescholten, was die AKW-Abschaltung angeht, obwohl er hier offensichtlich Manipulation durch seine Mitarbeiter betrieben wurde. Das wird auch ein Pförtner gemacht haben, der die Gutachten umgeschrieben hat, nehme ich an. Dann Frau Lemke in ähnlicher Art und Weise. Wir haben eine Kriminalitätsstatistik, wo die Neue Züricher schreibt, Frau Faeser macht sich das sehr zunutze. Das heißt also, es heißt, die rechten Straftaten sind gestiegen bis zum geht nicht mehr. Dabei sind über 60% sogenannte Äußerungsdelikte, Beleidigungsdelikte. Fokus schreibt heute, die Grünen zeigen alles an, was in irgendwelcher Form nur anzeigenwürdig erscheint. Das heißt also, wenn man an einem Wahlplakat vorbeigeht und zeigt einen Vogel, jemand sagt es, oh, der hat die auf dem Plakat beleidigt, übertrieben gesagt. Aber ja, Ja, ist ja so. erleben wir, wie du schon am Anfang sagst, zum Schluss des Interviews, erleben wir im Augenblick, dass wir einen desaströsen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Zustand haben, der eigentlich von der Presse überhaupt nicht groß aufgegriffen wird und wo gesagt wird, unter Zuhilfenahme der öffentlich-rechtlichen, der anderen Printmedien, der meisten jedenfalls, die sagen, die lassen wir mal in Ruhe, denn wir hängen ja auch mit am Tropf. Öffentlich-rechtliche Erhöhung nächstes Jahr. Dann kommen wir mit Werbeeinnahmen auf 11 Milliarden. Zeitungsverlage kriegen super Anzeigen bezahlt von den Ministerien. Aber erleben wir hier einen Zusammenschluss, dass sie, wie du richtigerweise sagst, ja nicht aufzeigen, wie die eigentliche Situation im Land ist?
Ja, dem Eindruck muss man gewinnen, wirklich. Gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, wobei ich da sagen muss, jetzt sind ja tatsächlich unsere Leute zum Teil auch mal eingeladen gewesen. Man hat natürlich nach wie vor versucht, öffentlich-rechtliche Hinrichtungen medial zu inszenieren. Das gelingt aber immer weniger. Und Peter, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass das Filzokratie-System gerade so durchdreht, zeigt ja, dass sie merken, das funktioniert alles nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. In unserem wunderbaren Grundgesetz, was diese Tage 75 Jahre alt wird, steht drin, alle Macht geht vom Volke aus. Und dieses Volke hat in den letzten Jahren gerade unter der Ampelregierung erkennen müssen, dass sie eine Nanny-Regierung haben. Also sie kriegen ganz viele Freiheiten, unter anderem darf man sich einmal im Jahr sein Geschlecht frei aussuchen. Aber auf der anderen Seite darf man nicht mehr aussuchen, wie man heizt, wie man sich, also Individualverkehr wird behindert durch überteuerte Spritpreise und. Wir bekommen gesagt, wie wir die Welt zu sehen haben. Bestimmte Statistiken werden, ich sage es mal nett, selbst erstellt, indem man einfach Parameter weglässt oder verschiebt, was nicht alles unter rechtsextremen Gewalttaten fällt. Das ist wirklich abenteuerlich. Sämtliche pro-palästinensische Demonstrationen mit judenfeindlichen Äußerungen werden auch als rechtsextreme Delikte gelistet. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann gibt es einen Prügelknaben, der alles abkriegt und der angeblich alles schuld ist in diesem Staat. Aber liebe Leute von den Gängelungsparteien und von diesem Gängelungssystem, weil du sagst ja richtig, die Medien haben mitgemacht. Ja, sie haben mitgemacht. Die Leute da draußen sind nicht so doof, dass sie sich jeden Tag erzählen lassen, ein Z oder ein U sei ein A. Denn die Realität, die sie jeden Tag erleben müssen, hat mit dem, was die Nachrichten berichten und was die Regierung sich als Erfolge auf die Fahne, schreibt, gar nichts zu tun. Die Realität und diese Ideologie, die da verteidigt wird mit Zähnen und Klauen, die klaffen jetzt so weit auseinander, dieser Graben ist unüberbrückbar. Und Peter, mit den Umfragen, ich habe mich schon gefragt, ob man muss ja auch wissen, dass auch Parteien Anteile besitzen an Umfrageinstituten. Das ist auch ganz interessant, ob man nicht die Ohnmacht und die Hoffnungslosigkeit der Wähler für die Europawahl befeuern möchte, indem man die AfD auch versucht klein zu schreiben. Also ich halte das tatsächlich im Bereich der Möglichkeiten, weil das, was ich an den Ständen erlebe, das, was ich bei Veranstaltungen erlebe oder bei Gesprächen hinter verschlossenen Türen, das ist natürlich anekdotisch und nicht statistisch, aber wir haben einen Zuspruch in diesem Land, gerade auch unter den jungen Leuten, den Wählern ab 16, dass ich den Umfragen, die 1200, 1800 Leute befragt haben, einfach gar nicht mehr glauben mag. Und wer in diesem Staat sagt noch am Telefon ehrlich, wen er wählen möchte? Man muss ja Repressalien befürchten mittlerweile, nicht nur von der Diakonie, sondern auch bei ganz vielen anderen Arbeitgebern, die kann ich gar nicht alle nennen, die ihre Mitarbeiter schon versuchen, auf Linie zu trimmen, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie. Ja, hahaha. Nun, hast du ja gerade gesagt, 75 Jahre Grundgesetz, also ist das ja gar nicht möglich, ne? Aber lass mich zurückkommen auf zwei Dinge. Einmal ist es so, wir erleben das selbst, wenn wir Menschen sprechen, dann sage ich, Mann, die sind ja alle pro Veränderung, pro AfD. Jetzt haben wir gerade im Bereich, alles in Ordnung? Irgendwas Pflege? ist jetzt gerade sehr laut. Ja, wir hören nichts, das ist alles in Ordnung. Okay. Also im Bereich der Jugendlichen sind ja die gängigen Parteien alarmiert, wie sie sagen, dass diese überwiegend AfD wählen würden. Und man will ja sogar die Lehrpläne ändern, hatten die Grünen vorgeschlagen. Aber warum ist das so? Wir haben eine richtig interessante Analyse, die gibt also Folgendes her. Die Jugendlichen, die merken, was auf den Schulhöfen, was in der Stadt, was in den Diskos, was in ihrer Umgebung los ist. Die Menschen 50 plus verkehren zum Teil in Gegenden, wo diese Situation noch nicht ganz so stark ist. Das heißt also, diese sogenannte die Migration und die Zuwanderung,
Im unkontrollierten Bereich, da merken die Jugendlichen, was auf dem Schulhof los ist. Die Eltern merken, was im Kindergarten los ist. Und die Jugendlichen merken, was im Bus, was auf der Straße, in der Straßenbahn oder im Bahnverkehr los ist. Die merken das. Und das ist etwas, dass die sagen, Moment, das wollen wir nicht. Wir merken, dass diese Situation überhand nimmt und wir fühlen uns in unserem eigenen Land nicht mehr wohl, nicht mehr sicher. Und das ist ein Aspekt, der hat dazu beigetragen, dass diese Jugendlichen sagen, na halt, wir wählen hier die AfD, denn die AfD ist jetzt bekanntermaßen die einzigste Partei, die in der Vergangenheit kontrollierte Zuwanderung wollte, die jetzt verschärfte Abschiebung wollte. Und alles andere, was wir hören, ist eigentlich bloß, kommen wir wieder zurück, Heuchelei und ist etwas, um die Leute zu beruhigen. Das wird aber nicht funktionieren. Ja, das sehe ich als Mutter von 4 Kindern genauso. Also die Kinder haben einen sehr guten Eindruck davon, wer sich zum Chef auf dem Spielplatz aufspielt, wer sich zum Chef auf den Schulhöfen aufspielt und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Und die Spanne der Jugendlichen, die uns ja unbedingt wählen wollen, die geht ja bis 25. Das beinhaltet also auch junge Leute, die feststellen, dass dieses Wir haben Platz, dass das im Grunde genommen Satire sein muss oder ein sehr zynischer Scherz. Denn wir haben eben keinen Platz. Suchen Sie als junger Mensch mal Wohnungen, liebe Zuschauer. Das haben Sie doch auch. Also wenn Sie Wohnraum suchen, finden Sie ja nichts. Du kannst das vielleicht bestätigen aus Rückmeldungen in deinem eigenen Umfeld. Ich bekomme immer zu hören, dass man sich da jetzt sehr wohl als Konkurrenz wahrnimmt zu all denen, die hier neu einwandern und die auf Amtskosten garantierte Mieten hinterlegen können. Das kann ja kein junger Mensch bieten, was da an Sicherheiten geboten wird, wenn das Amt sagt, wir mieten. Da besteht eine Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. Es wird alles unglaublich viel teurer. Und wenn man einen Kindergartenplatz möchte, dann stellt man auch in vielen Städten und Kommunen fest, wer bevorzugt behandelt wird bei der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten. Und jetzt versuchen Sie mal als gut ausgebildete Eltern, liebe Zuschauer, einen Kindergartenplatz zu bekommen, damit Sie Ihren Beruf ausüben können. Das ist etwas, was ganz, ganz viele junge Familien Anfang, Mitte 20 eben auch feststellen. Und Peter, darauf muss ich immer wieder hinweisen, die Wirklichkeit klafft mit den Versprechungen und diesen komischen ideologischen Mantras immer mehr auseinander. Und überspitzt gesagt, also mein Lieblingsfoto von diesen komischen Demos gegen uns ist ja immer, Hass sei keine Meinung. Da steht einer mit einem Schild, Hass sei keine, ist keine Meinung. Und daneben steht die Partnerin mit einem Schild, wo drauf steht, ganz bla bla, hasst die AfD. Also das ist eine Verkürzung sinnbildlich der Politik der Kartellparteien. Die haben nur noch Mantras und Durchhalteparolen und Slogans, aber keine politischen Lösungen mehr. Die beschäftigen sich mit Geschlechtern statt mit der wirtschaftlichen Lage hier im Land. Ja, man hat so eine Angst vor den ganzen Einwanderungslobbyisten, dass man auch da nicht tätig werden möchte aus Angst, man könnte dann die eigenen Labels, nämlich der Fremdenfeindlichkeit und übergeholfen bekommen. Also das hat mit kongruenter Politik nichts mehr zu tun. Da sind Leute dran, die wissen es entweder nicht besser, sind möglicherweise nicht genug ausgebildet dazu oder machen es mit voller Absicht. Und die gehören abgewählt. Jeder, der auch nur ein bisschen die Augen aufmacht und mit wachem Verstand hier durch Deutschland läuft, weiß doch, dass das nicht die AfD gewesen sein kann, die das verursacht haben. Das sind die Parteien, die uns regieren natürlich. Aus der Opposition haben wir gar nicht die Möglichkeit, Deutschland derart abzuwracken und zu zerstören, wie das alle anderen tun. Und ja, die Ampel ist das Standortrisiko, nicht die AfD. Weswegen gehen denn die ganzen kleinen und mittelständischen Betriebe über den Jordan? Weswegen wandern denn große Betriebe in das benachbarte oder fernliegende Ausland ab? Das ist doch nicht die AfD. Das sind die Leute, die uns hier in Grund und Boden regieren. Und ich darf jetzt noch ein bisschen überspitzen, aber nicht viel. Hand aufs Herz. Wenn das so weitergeht, sagen böse Zungen, würde ich niemals tun. Aber böse Zungen sagen, Hand aufs Herz, wir brauchen gar keinen Krieg. Die jetzige Regierung in der Tradition von Merkel zerstört Deutschland viel nachhaltiger. Ja, liebe Zuschauer, jetzt
muss ich mir die Beine kurz vertreten. Nicole Höst war in Höchstform. Es ist so, ein paar Lockerungsübungen vom Zuhören. Ja, also du hast eines gesagt, wir haben Platz. Und das zum Schluss des Interviews, liebe Zuschauer. Fragen Sie sich mal, wenn Sie so ein Schild sehen, es gerade jemand sagen, wir hatten Platz, wo Platz ist. Kann das eventuell hier oben sein, dass nicht alles so, das ist durchaus eine Möglichkeit. Also diese Frage ist legitim, die sollten Sie sich stellen. Ich bedanke mich bei Nicole Höst, bedanke mich bei den Zuschauern für das Interview und das Leben muss nicht immer ernst sein, Nicole, sonst könnten wir dieses Business nicht machen. Du die Politik, wir die Berichterstattung. Sonst wird es uns nicht geben, wenn andere korrekt oder inhaltlich vollumfänglich berichten würden. Danke dir. Gerne. Wir lieben Deutschland, lieber Peter, du genauso wie wir, sonst könnten wir das gar nicht machen. Und wir dürfen das Lachen auch nicht verlernen, sonst müssen wir aufgeben. Und das wollen wir nicht. Ich Vielen lache Dank für jeden die Früh. Einladung. Ich lache jeden Früh, wenn ich die Zeitung aufschlage. Ist das Münchhausen oder stimmt das? Also alles Gute, tschüss, ne? Ja, tschüss.